Was ist hier denn los? Nein, es ist keine Katastrophe, auch kein Verkehrsunfall. Wo treibt es die Menschen hin? Sie kommen von einem großen Umzug aus der Stadt raus auf den Festplatz Delitzsch zum großen Osterfeuer. Überall im Land beginnen sie jetzt die großen Osterfeuer und wir sind mit dabei. Das sind sie, die Landsknechte aus Delitzsch, die sorgen für die akustische Umrahmung. Und ein Osterfeuer beginnt natürlich mit ordentlichen Salutschüssen. Na dann mal los. Waffen geladen und auf geht's. Jetzt wird das Feuer entzündet, natürlich von den Umzugsteilnehmern. Sieht doch nicht schlecht aus. Wir stehen am Osterfeuer in Delitzsch. Ihr seid ja die Ersten, die Osterfeuer machen ringsrum im Landkreis, habe ich gehört. Wen habe ich denn am Mikrofon erstmal? Hallo. Ja, mein Name ist Andreas Pradl. Ich bin heute Einsatzleiter der Feuerwehr Delitzsch und ansonsten stellvertretender Wehrleiter. Mhm. Und ich habe ja gehört, ihr macht das ja regelmäßig, das Osterfeuer, nicht alleine, sondern gemeinsam mit? Zusammen mit dem Roten Kreuz und mit den Landsknechten. Mhm. Ja. Und das macht ihr schon lange? Wie viele Jahre? Oh, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Also, das sind bestimmt schon 4-5 Jahre. Aber ist doch mal was Schönes, wenn ihr ein Feuer anzünden könnt, als wie immer löschen, oder? Uns wird zwar nachgesagt, dass wir öfters mal Feuer anzünden, das stimmt natürlich nicht, aber es ist Feuer gehört zur Feuerwehr und wir machen das natürlich auch gerne wieder aus. Ja, was macht ihr denn außerdem Feuer? Was gibt es hier noch? Es gibt ja einiges zu essen, habe ich gehört, und es gibt auch einiges zu trinken und ansonsten für die Kinder gibt es neben dem Feuer hier auch einen schönen Rummel. Herr Pradl, da bedanke ich mich erstmal ganz herzlich für dieses Gespräch. Gerne. Und viel Spaß noch. Ebenso, danke. Die Landsknechte aus Delitzsch, die sorgen hier natürlich wieder für die akustische Lautstärke mit ordentlichen Salutschüssen. Das Feuer ist fast abgebrannt. Damit ist der Film aus. Schöne Ostern. Sie haben es verpasst? Dann gehen Sie doch nächstes Jahr einfach hin. Das Osterfeuer gibt es übrigens jedes Jahr. Eine tolle Tradition.